Ersten Mal selbst als Schirmherr hier und freue mich, Sie alle zu sehen. Die Drachenkinder, meine Damen, meine Herren, heute geht es ja auch nicht nur ums Genießen, sondern eben, Sie haben das schon gesagt, den vollen Geldbeutel mit herbringen, den leeren mit nach Hause, trägt sich's leichter. Heute geht es um Hilfsbereitschaft, heute geht es um Nächstenliebe und heute geht es auch darum, hinzusehen. Und wenn wir uns heute so die Welt anschauen, dann hat das, was in der Stadt passiert, auch in unserer Stadt, ganz viele Gesichter in der Nachbarschaft. Es sind viele Geflüchtete in unserer Stadt. Und wenn ich an Weihnachten ins Übernachtungsheim gehe, sehe ich viele, die ich während des Jahres auf der Straße sitzen sehe. Und deshalb geht es um Bürgersinn, um das Selbstverständnis einer Stadtgesellschaft, zu helfen, die Starken helfen den Schwachen. Es geht um Solidarität, aber auch ein bisschen um Herzlichkeit. Sie haben es zu Recht gesagt, heute soll auch ein bisschen das Herz groß und aufgehen, damit wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken, meine Damen, meine Herren. Ich glaube, das ist wichtiger denn je, weil die Populisten genau gegen diesen Zusammenhalt arbeiten und ich glaube auch die Charity Night ist ein ganz wichtiges Signal für den Zusammenhalt und dass wir alle gemeinsam sehen, was in unserer Nachbarschaft passiert. Deshalb herzliches Dankeschön an Radio 7 und alle, die damit helfen. Seit 2005 ist diese Veranstaltung auch, aber auch die Drachenkinder einmalig. Auch in unserer Stadt, ich habe schon oft gesagt, es ist ein Highlight in dem Veranstaltungsjahr unserer Stadt. Es soll eine Briefmarke geben. Jetzt verrate ich hoffentlich nicht zu viel, aber das zeigt, dass man ideenreich immer wieder versucht, was Neues zu machen. Das macht die Dinge lebendig und es geht heute natürlich auch um gutes Essen und guten Wein und gute Gespräche. Das ist eine, finde ich, eine schöne Kombination und deshalb freue ich mich mit Ihnen zusammen auf einen schönen Abend. Wie gesagt, denken Sie dran, ich habe auch ein bisschen mehr mitgenommen wie sonst. Ein schwäbischer Bürgermeister hat ja eigentlich kaum Geld im Sack, so ein Euro für den Garderobe vielleicht. Sogar ich habe heute ein bisschen was mitgenommen. Und bei der Gelegenheit als Schirmherr darf ich mich mal ganz herzlich bei denen hinter den Kulissen bedanken, die da seit Tagen richtig hart arbeiten, damit Sie einen schönen Abend haben und die Drachenkinder eine schöne Perspektive. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Genießen Sie es und freuen sich auch darauf, dass die Drachenkinder mit Ihrer Unterstützung eine Perspektive haben. Herzliches Dankeschön. Dankeschön. Grundherzlich, meine Damen und Herren. Ja, wie das ist, wenn man so eine schöne große Veranstaltung moderieren darf, hinter der Bühne gibt es auch so eine Art Etikette oder jedenfalls hat